Sichern schütze dich und die betroffene Person vor Infektionen. Prüfen erkenne hier auch Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Verwirrung als Zeichen einer Gehirnerschütterung. Rufen, verlange nach Hilfe und lass jemanden die Profis informieren. Lagern, hilf der Person, sich mit erhöhtem Oberkörper hinzulegen, um die äußere, aber auch mögliche innere Blutungen zu vermindern und weitere Stürze zu vermeiden. Verbinden, versorge die Wunde hier locker mit einem sterilen Verband. Wegen möglicher Schädelknochenverletzungen sollte dabei kein Druck ausgeübt werden. Temperatur regeln, wärme hier die Person. Betreuen. Frage nach dem Unfallhergang und tröste und beruhige durch aufmerksames Zuhören. Für genauere Informationen und weitere EH-Tutorials gehe auf erstehilfe.de.